Der Neujahrsrei aus Boston Medusa gibt saftige 600 Elemente, wenn man ihn besiegt. Und ich wollte herausfinden, wie schwer das Ganze wirklich ist. Also lasse ich meine Deinosuchus-Armee gegen Gamma, Beta und Alpha Medusa antreten. Und wie das Ganze läuft, seht ihr gleich. Viel Spaß euch. So Leute, wir sind heute wieder am Start und wir wollen heute testen, wie stark der Medusa-Boss wirklich ist. Er gibt nämlich auf der Alpha-Stufe saftige 600 Elemente. Und von daher denke ich mal, dass er sehr, sehr schwer sein wird. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. So, wir laufen hier einmal hoch. Ich habe meine Deinosuchus, die ich schon gegen den Overseer kämpfen lassen habe, alle wieder rausgeholt. Und ich habe ein Duty dabei und ich habe ein Schweinchen dabei. Wahrscheinlich sind Megatherium gar nicht so bad, weil die spawnen ab und zu mal Spinnen und deshalb wäre Megatherium wahrscheinlich sogar echt strong. Aber die hatte ich gerade noch so rumstehen. Die sind auch nicht super krass mutiert oder sowas, auch wenn es so aussieht von den Farben her. Aber die haben halt irgendwie Mutationen Raid, Mutationen Leben, eine vielleicht mal oder so. Aber nichts super, super krasses. Nicht, dass ihr denkt, der hat hier seine Besten der Besten rausgeholt, um jetzt die Bosse zu besiegen. Tatsächlich normale Deinosuchus und einfach gebreedet. Die haben aber alle einen recht guten Seil drauf. Die haben alle ein 100 Armor-Seil drauf, also nicht mal gekappte Seil hier, die haben alle 99,5 Armor-Seil drauf. Ich werde jetzt gleich den ersten Boss starten. Ich hoffe, dass wir ihn super leicht wegknechten werden. Ich habe einfach nur eine gute Rüstung an und eine Ersatzrüstung dabei, weil man wird, glaube ich, gestunt von dem Boss. Das habe ich selber noch nicht getestet, weil ich war bis jetzt nur im GCM drin. Ich habe ein bisschen Medical Brew dabei und sonst nichts Besonderes, eine Shotgun halt. So, also wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Ich habe hier mehr Arbeit reingesteckt, als es vielleicht aussieht. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Danke, Leute. Oh, eigentlich wollte ich mein Duty noch vorher auf Dauer brüllen oder wie auch immer das heißt einstellen. Hier das hier, dass er das hier so von selber macht und dann setzt er uns hier aufs Schweinchen. Ich bin overweight, ich bin fett. So, jetzt können wir mit dem Schweinchen auch mal laufen hier. So, Medusa kommt schon auf uns zu, wenn ich das richtig sehe. Leute, ihr dürft gleich gerne angreifen. Okay, ich habe mir natürlich Attack My Target nicht auf irgendeine Taste gelegt. Wie weit geht das da an, ist die Frage. Okay, der hat mich nicht getroffen, das ist schon mal gut. Attacke, Attacke. Leute, go, go, go. Nicht auf die Onyx eigentlich, also schon auf den Boss. Okay. Das sieht aber sehr stabil aus. Ich glaube, da muss ich auch nicht großartig. Ja, der Stun. Okay. Jetzt habe ich den Stun abbekommen. Perfekt. Aber guckt euch die Krokos an. Also, das ist ja überhaupt kein Ding. Gibt doch nicht mal so viel Damage oder so. Ah, das ist halt tief entspannt. Gamma, wir erwarten einfach. Oh, das war's schon, Leute. Easy weggeknechtet. Habt ihr gut gemacht, ihr habt nicht mal Damage bekommen. Wir können gleich so in Beta wieder reingehen. Ich brauche euch nicht mal healen oder so. Das hier ist übrigens so cool gemacht, dass ihr alle so versteinert sind wegen Medusa. Und hier haben wir unsere ersten 140 Element und den Kopf dazu. Ja, das wird ja wieder spaßig, da an die Terminal ranzukommen. Und ob das so normal ist, weiß ich jetzt auch nicht. Tatsächlich kriege ich den auch nicht aus dem Boden raus. Ich habe schon versucht, den einzupacken. Ich habe schon versucht, den irgendwie mit Follow rauszuziehen. Der ist einfach komplett stuck. Ich mache jetzt einfach mal Beta an und hoffe, dass der mit reinkommt. Wenn nicht, dann wird er für immer am Boden drin sein. Wir testen einfach. So, da sind wir schon wieder drin. Beta wird jetzt gemacht. Ich hoffe nur, dass ich mein Schweinchen wieder finde, weil das war gerade schon ziemlich stuck. Aber der kommt ja wohl nicht hierher, der Boss, oder? Ich glaube, wir haben so ein bisschen Zeit. Wir können in Ruhe unser Schweinchen suchen. Okay, Runde 2 geht los. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wie viel stärker die jetzt schon ist. Attacke, Attacke. Go, go, go. Auch beißen. Leute, ihr müsst auch beißen. Okay. Oh, da macht die schon ein bisschen mehr Damage. Ich sehe es jetzt schon. 900 da gerade auf einmal. Okay, das knallt schon. Oh, das knallt schon deutlich mehr rein. Und der Stun ist halt super nervig. Aua. Aua, aua, aua. Oh, ich krieg selber auf den Döns. Ah. Oh, okay. Das habe ich bei der Kippung dabei. Okay. Stun super ekelhaft. Und heilt die? Die heilt gegen. Womit? Oh mein Gott, nein. Warum heilt die? Ich denke jetzt allen noch relativ gut, aber ich habe auch kaum noch Food. Also das hat sich einfach gereimt. Der Rapper kurz war es auch mit dem Heilen jetzt. Ich glaube, jetzt werde ich einfach mal ein bisschen selber schießen. Aber ich glaube, Alpha wird tatsächlich richtig schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich Alpha schaffen kann. Guckt euch die mal an. Joa. Oh, wieder gestunt. Okay, da stehen wir wieder. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich wieder eine komische Schlange ab. Ey, wie laut die Krokodile sind. Das ist unnormal. Okay, am Ende klappt es dann doch relativ gut. Wir haben keinen Verlust. Und wir haben sie weggeprügelt. Und wie sieht es so lebenstechnisch aus? Ich habe halt auch richtig schlechtes Schwein, muss ich ehrlich sagen. Das hat 50.000 Food. Also nicht so der Oberbringer. Aber dafür hat es eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Und da sind unsere 300 Element.
So, ich habe jetzt gleich alles vernünftig hingestellt und wir können in die letzte Runde gehen, in die Alpha-Runde. Könnte tatsächlich in die Hose gehen, weil der hat am Anfang super viel geheilt. Und mein Schweinchen ist halt nicht so der beste Heiler. Deshalb, wir müssen mal gucken, wie es läuft. So, dann gehen wir mal rein in die letzte Runde und ich komme hier wieder nicht raus. Ach, Mann. Ich glaube, der Self hier könnte das alles ein bisschen kaputt machen, weil ich war so überrascht, dass die heilt. Also das ist mir beim ersten Mal halt gar nicht aufgefallen. Das könnte halt jetzt bei Alpha richtig krass sein, wenn die mehr Damage macht, dass die auch mehr healt. Sehen wir jetzt jeden Moment, da ist oh Gott, die ist schon hier. Okay, Attacke, Leute, Attacke. Ich würde gerne nicht gestunt werden, wenn es geht. Okay, ich glaube, ich bin nicht gestunt worden. So, okay, sehr gut, Leute, sehr gut. Wie viel Damage? Oh mein Gott. Okay, 1000 Damage mit einem Schlag, wenn ich das richtig sehe. Das knallt schon ordentlich rein. Wann werde ich abgeseilt, ist die Frage. Okay, da wurde ich abgeseilt. Vielleicht sollte ich auch einfach gleich ein bisschen mitschießen. Aua, aua, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich habe eine crazy gute Rüstung an. Ich will jetzt aber wissen, ob sie es gewonnen hätten. Von daher gehe ich jetzt gleich ganz schnell wieder rein. Anscheinend ist die Boss-Arena da hinten, da unten irgendwo. Kann ich da überhaupt so hin? Scheint zu klappen tatsächlich. Ich bin wieder drin. Okay, 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 wir sind zurück. Aber hier ist nichts los. Es ist einfach schief gegangen. Ja, meine Dinos sind alle draufgegangen. Ich habe nur die beiden hier noch. Das ist doof. Ich habe mich nochmal dran gesetzt. Ich habe nochmal gebreedet. Das hier ist jetzt Runde 2 beim Alpha-Boss. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht draufgehe. Ich habe schon überlegt, ob ich überhaupt ein Schweinchen mitnehme oder einfach nur ganz weit wegstehe, um nicht irgendwie gestunt und getötet zu werden. Ich hatte tatsächlich echt eine komplett heile Rüstung an. Also ich wurde wirklich geone-shottet vom Boss. Das war echt crazy. Ich habe direkt Medical Brew reingekloppt. Diesmal habe ich noch das hier dabei. Also dieses Heilmittel in der Hoffnung, dass ich vielleicht den Stun direkt wegmachen kann damit, wenn ich überhaupt dran denke. Wahrscheinlich denke ich eh wieder nicht dran. Aber wir testen einfach mal. Wir gucken, was passiert. Ich hoffe, es geht diesmal nicht so in die Hose. Ich hoffe, es geht diesmal nicht so in die Hose. Schön wieder hier zu sein. Wir stellen mal den Yuti wieder auf Autobrüllen. Aber letzten Tod, das weiß ich, dass ich die hatte. Den will ich auch gar nicht mehr sehen. Ey, den blenden wir direkt mal aus. Also sie hat schon mal geschrien. Anscheinend ist die Range nicht so groß. Okay. Alle gehen in den Angriffsmodus. Wir gehen ein bisschen auf Abstand. Ich habe Angst. Warum so viel Damage? Oh mein Gott, ich muss so ein bisschen dahin auf jeden Fall. Wir machen hier mal so ein bisschen Heilerei vielleicht aus der Distanz. Wir kriegen extrem viel Damage. Also wirklich super viel Damage. Da ist schon irgendwas gestorben. Unser Yuti wurde absolut weggesnackt gerade. Das ist wild. Ich würde gerne selber schießen. Aber ich habe... Okay, jetzt benutzen wir Heildings. Bringt nichts. Okay. Ich hau einfach Medical Boom rein. Okay, diesmal hat er mich nicht gefokust anscheinend. Ich würde gerne nach vorne und heilen. Oh mein Gott, die kriegen die so auf den Sack. Und die hat gerade so geheilt. Oh mein Gott. Tatsächlich ist die wirklich schwer, Leute. Tatsächlich ist die wirklich, wirklich schwer. Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Mein Schweinchen hat nicht gereicht. Oh, die haben gerade viel Damage gemacht. Aber ich kann halt nicht mehr heilen. Oh nein. Selber noch mit der Pump ein bisschen vielleicht. Wir schießen selber noch ein bisschen drauf. Ah, da sind noch welche am Leben. Die machen noch Arbeit. Ah, die hat sich gerade so viel geheilt wieder. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich sage euch, Megatherium sind der Weg wahrscheinlich. Ey, hier leben nicht mehr viele. Oh no. Mein Schweinchen wird auch schon attackiert. Nicht mein armes Schweinchen. Also wenn man es mit mehreren Leuten macht und dann so und dann mit drauf schießen, ist wahrscheinlich gar kein Ding. Aber alleine? Gar nicht so einfach. Wie viel die hier, wie viel mehr als ich Schaden mache jetzt? Das ist krass. Guck mal, die ist bald wieder Half-Life, wenn es so weitergeht. Was? Nicht schon wieder gestunt. Oh, no, 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 no. Ich will nicht sterben. Hallo, Spinne, hör auf. Wir haben verloren. Wir haben doch mal verloren. Meine ganze Arbeit zweimal schief gegangen. Das gibt's nicht. Das ist crazy. Ich glaube, wir müssen aufgeben. Ich glaube, das war's. Wir haben alles getan, was wir konnten. Nein, bitte. Oh, no, no. Ich wollte es doch schaffen, Mann. Oh mein Gott. Das ist krass. So, liebe Leute, ich habe jetzt zweimal in der Armee gestellt. Ich habe es nicht alleine geschafft. Vielleicht muss ich das in Zukunft mit Megatherium nochmal testen, weil wenn die dann eine Spinne essen, verprügeln die wahrscheinlich alles. Das war's für diese Folge. Ihr wisst, der Kampf ist nicht so leicht. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.